Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausstellung des heutigen Jahres mit einer ganz besonderen Künstlerin, mit Ona B. Herzlich willkommen. Ona B., kurz was Biografisches vielleicht, ganz interessant. Sie hat studiert Malerei an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Bei Adolf Rohner dann das Diplom gemacht, 1980 nämlich. Und ein paar Jahre später dann mit Birgit Jürgensen, mit Evelyn Egerer und Ingeborg Strobel dann die Künstlerinnengruppe Die Damen gegründet. Das war 87. Mhm. Später kam dann Lawrence Wiener noch dazu und dadurch ist sie natürlich wirklich mit der Gruppe in aller Munde gewesen, ja, überall. Ona B. arbeitet oft in Form so raumgreifender Installationen, wie wir sie auch heute hier sehen, auch immer wieder im öffentlichen Raum, um ja, ihre Geschichten zu erzählen, muss man sagen. Ja, die Ausdruck von Ängsten, von Träumen, von Begehrlichkeiten, aber auch von Realität sind. Ihre Projekte sind im Grunde immer sehr vielschichtig, ja, sehr facettenreich. Soll heißen, wir sind immer konfrontiert mit Objekten, wir sind konfrontiert mit Skulptur, mit Fotografie, Malerei, mit Installation, Video, Performance und so weiter. Sie lässt eigentlich kein Genre aus, ist sozusagen also wirklich multimedial unterwegs, das sieht man heute auch hier wieder. Spannend wird es nicht zuletzt deshalb auch immer wieder, weil sie sehr viel Persönliches von sich einbringt. Ja? Dinge auch aus ihrem persönlichen Besitz, ja? Und nicht zuletzt von sich selbst, ja? Ihren eigenen Körper nämlich, in Form von Selbstporträts, oft sehr performativen Aktionen oder wie hier in dem Raum, was wir hier sehen, an der Kollektion von roten Dessous aus ihrem persönlichen Besitz. Das heißt, ihre Kunst ist eine sehr authentische, eine sehr emotionale eben auch und lässt sich nicht von der Person trennen. Für Groß Ikatz hat sie wieder einmal so eine Art, sage ich mal, Erlebnisraum geschaffen, den wir dann auch so durchschreiten und natürlich mit all unseren Sinnen wahrnehmen. Sehr ästhetisch, sehr erotisch, verführerisch auch immer wieder, ja, das Ganze. Die Farbe Rot steht bei Ona seit nunmehr, ich weiß nicht, 25 Jahren sicherlich, eigentlich immer sehr dominant im Vordergrund. Ona B. 92. 25 Jahre. Stimmt, okay. Und Ona zeichnet heute hier durch diese Raumabfolge eine Art Reise nach, ja, vom, sagen wir mal, vom Irdischen ins Spirituelle, ins Transzendentale, wenn man so will. Nicht umsonst hat sie die Ausstellung auch Passenger genannt, also Reisende oder Reisende. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, der Rundgang macht mehr Spaß. Dann noch mit einem Glas Wein in der Hand. Vielen Dank.